So, hier sind das jetzt die Tempelwächter. Wir sind jetzt hier in Luxor. Und hier sieht man noch die letzten Überbleibsel. Das sind diese Kolosse, die vor allen Tempeln waren. Und da hinten steht noch einer. Hier. Das ist wirklich total interessant. Und ja, wenn ihr in Ägypten seid, würde ich auf jeden Fall einen Ausflug nach Luxor machen oder das Ganze mit einer Nilkreuzfahrt eben halt verbinden und auch die Ausflugspakete mit dazu buchen. Wenn ihr mehr dazu hören möchtet, einfach auf www.feller.de gehen oder hier für Gefällt mir für unser Reisebüro drücken und dann werdet ihr mehrere Infos kriegen. So, wir sind jetzt hier in Luxor vor dem Tempel von der Königin Hatschepsut. Und ja, wenn ihr ankommt, ihr kommt mit dem Reisebus, kommt ihr hier hinten an. Hier, bevor man durch diesen Basar geht, da vorne stehen, also hinter diesem Durchgang stehen die Busse. Dann läuft man durch diesen Basar durch, bekommt seine Eintrittskarte und dann fährt man mit diesen kleinen Bähnchen hier, fährt man dann zu der Tempelanlage. Wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf Gefällt mir für Reisebüro Feller drücken und dann seht ihr weitere Videos von uns. Und jetzt zeige ich euch dann gleich den Tempel der Königin Hatschepsut. Aber man hat erst Berg abgehakt und Tempel aufgebaut. Und diese Spitze links oben sieht wie Pyramide aus. Das kann ich Ihnen nochmal vom Tal der Könige zeigen und darüber erzählen. Wir gehen bitte einsteigen. Das ist der Tempel der Königin Hatschepsut, den wir jetzt gleich besichtigen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, man fährt eben halt hier mit dieser kleinen Bahn, fährt man zu der Tempelanlage. Dann haben wir erstes Mal, ich habe vor 2 Jahren da, wo auch gerade oben war, ja. Aber auch beruflich. Ja, beruflich. Ja, ich bin Das sind die Gräber der Priester vom Tempel. Tempelgebäude ausmeißen lassen. Deswegen, es hat lang gedauert, von Archäologen hier zu restaurieren, aber trotzdem ihr Tempel interessant anzuschauen. Das war ihr Totentempel. Aber es war schwierig für Hatschepsut damals, als Königin alleine zu regieren. Und sie hat versucht, das ganze Volk zu überzeugen, dass sie wie Männer leben und wie Männer regieren könnten. Deswegen, Hatschepsut wurde überall als König abgebildet. Und sie hat ihr Grab absichtlich im Tal der Könige graben lassen. Ihr Grab, wir können ein bisschen weitergehen. Das ist ein Landweg hier, Mensch. Liegt im Tal der Könige, aber Tutmosis, ihr Halbbruder, hat auch ihr Grab zerstören lassen. Aber die Mumie hat man schon gefunden, das habe ich Ihnen gesagt. Das ist heute in Kairo im Museum ausgestellt. Das war nur ihr Totentempel. Und das Grab liegt auf der anderen Seite vom Berg, diese Seite, im Tal der Könige. Aber links von dem Hatschepsut-Tempel drüben, es gibt ein Tempel. Dort sieht man von hier deutlich Terrasse und Rampe, aber dort uran, aus der Zeit 2100 vor Christus. Hatschepsut-Zeit 1400 vor Christus. Und tatsächlich Terrassentempel, das ist ungewöhnlich gebaut für die Tempelbaukunst damals. Kommen Sie bitte ein bisschen weiter. Zeit waren gebaut wie Karnak, schauen wir heute an. Eine Ebene, eine Achse, aber nicht hoch oder aus Terrassen und Rampen. Und deswegen, man sagt wahrscheinlich, ihr Baumeister, der hieß Sinmut, hat diese Tempelbaukunst woanders gesehen und danach gebaut. Aber beispielsweise dort ist uralt. Könnte sein, dass er hat dort angeschaut und hier danach gebaut. Denn beide Tempel sind ähnlich von Bauweise. Terrasse und Rampe, hier Terrassen und Rampen. Und hat man dort erst Berg abgehakt und Tempel aufgebaut. Baumaterial dieses Tempels, Kalkstein. Das ist alles hier Kalkstein und Sandstein. Aber Material für die Tempelbaukunst oder für die Tempel aufzubauen war nicht direkt von hier. Das ist hier nur für die Gräber. Deswegen, sie hatten dieses Material nördlich in der Wüste rausgeholt, auf Schiff über Nil transportiert, dann vom Nil bis hierher geschleppt. Und in dem Tempel, man sieht nicht so viel von Reliefs und Farben. Aber trotzdem, was wir gleich hoch dort anschauen, interessant. Und Hatschepsut hat damals Schwierigkeiten getroffen,
nicht nur, dass sie als Königin allein zu regieren oder hat sie so gewünscht, sondern ihre Mutter, ihr Stamm war nicht ägyptisch. Ihre Mutter war wahrscheinlich aus heute Syrien, Irak. Und das bedeutet um diese Zeit, dass sie als Königin war halb Ägypterin gewesen. Und deswegen war es schwierig für Hatschepsut, um das Land zu regieren. Sie hatte behauptet um diese Zeit, dass sie Tochter Gottes war. Sie hatte behauptet, dass ihre Mutter hat sie zur Welt gebracht durch den Geist des Gottes. Und wer war der Gott? War der Heilige Vater um diese Zeit, Amun-Re. Hatschepsut hat das so gemacht, damit die Priester das akzeptieren als Wahrheit. Und wenn die Priester tatsächlich etwas akzeptieren, dann akzeptiert auch das Volk. Und deswegen, man sagt heute, sie war mächtig und klug. Und sie hat fast alleine regiert. Etwa 22 Jahre lang hat Hatschepsut regiert. Aber sie hatte keine Söhne gehabt. Genau wie ihr Vater, nur Töchter. Nach ihrem Tod, ihre Töchter hatten keine Rolle gespielt. Ihr Nachfolger war ihr Halbbruder, Thutmose III., der hat 38 Jahre lang regiert, insgesamt mit und nach Hatschepsut. Und dieser König, damit Sie Bescheid wissen, nennt man Napoleon der Ägypter, Thutmose III. Wir dürfen in diesem Tempel in der mittleren Terrasse anschauen, denn tatsächlich, was gut erhalten geblieben ist zum Anschauen, ist in der mittleren Terrasse. Aber die erste sieht wie neu aus. Man sieht kaum innen drinnen Reliefs und Farben. Die dritte oben möglich hochzugehen, aber die dritte Terrasse, man sieht nur die Statuen näher, mehr nicht. Deswegen, wir gehen direkt zu der mittleren Terrasse. Bitte. Eine Frage, können wir die Terrasse oben war noch nicht fertig rekonstruiert und war hier rechts und links. Da haben wir nämlich Kunden gehabt, das weiß ich, die haben dann alle storniert. Da haben wir so viele Kunden gehabt, die nicht reinschreibt. Ja, und den selben Tag keiner. Dann war alles. Irgendwo anders im Tempel. Auch die Decke hier original. Das ist die einzige Decke in dem ganzen Tempel, ist gut erhalten geblieben. Irgendwo anders im Tempel neue Decke gebaut oder keine Decke mehr. Diese Kapelle hier wurde gebaut an zwei Göttern. Und die Götter, die in dieser Kapelle verehrt wurden, die wurden hier abgebildet. Wenn Sie ein bisschen weiterkommen, sieht man hier zwei Göttermotive. Rechts mit dem Schakalkopf Anubis, Gott der Einbalsamierung, Gott der Mumifizierung. Links Amun-Re sitzt auf dem Thron, hat zwei Feder auf dem Kopf. Dieser Gott war heiliger Vater Ägyptens um diese Zeit, wurde überall verehrt in ganz Ägypten ab 1500 vor Christus. Aber sein großes Haus war Karnak. Schauen wir heute an. Sein Symbol, sein heiliges Tier war Widder. Früher waren die Götter Ägyptens symbolisiert, damit jeder von einfachen Menschen verstehen und begreifen könnte. Deswegen die Götter Ägyptens damals, ihre Symbole waren Falke, Ibis, Schakal, Widder, Krokodil und so weiter. Aber solche Vögel damals und Tiere waren keine Götter. Die waren nur Symbole für die Götter Ägyptens. Und Amun-Re ist ein Symbol, diese zwei Kartuschen. Und das hat man sicher nicht vergessen zum Ausmeißeln. Aber wir haben von Dokument gewusst, zur Zeit von Ramses II. Später, als Nachfolger um die Zeit 1300 vor Christus, Ramses II. Hat in dem Tempel hier restaurieren lassen. Und wahrscheinlich die Künstler von Ramses, sie hatten die Namen von Hatschepsut wieder eingraviert an den Säulen. Und man sieht woanders selten die Namen von Hatschepsut wie hier gut erhalten. Ihre Kartusche. Sehr schön auch der Blick. Diese Kapelle, es ist schade heute ohne Decke. Decke existiert nicht mehr, aber diese Kapelle war gebaut an Göttin der Liebe und Freude, Hathor, und die Göttin der Musik. Diese Göttin, ihr Symbol war Kuh. Schauen Sie hier, Kuh ist abgebildet, als Figur im Schrein steht, hat zwischen Hörnern Sonnenscheibe, Heiligform, und im Hals hat schöne Form wie Kette mit Rassel, Kultinstrument für Kultmusik. Und Rassel hier hat Gesicht von Hathor. Schön gemacht. Genau wie an den Säulen und den Pfeilern. Man sieht überall die Gesichter der Göttin. Aber hier ist am schönsten von Gesichtern. Gut erhalten. Das ist als Frauengesichter. Aber man sieht zu jedem Gesicht die Kuhohren. Das ist Zeichen für das heilige Tier. Diese Kuhohren. Hathor. Und diese Göttin, ihr Gemahl war Horus, der Falken, der Himmelsgott. Deswegen, man sieht überall die Falken hier abgebildet. Schauen Sie an den Pfeiler oben. Falke war Horus, der Himmelsgott und der Gemahl von Hathor, Göttin der Liebe und Freude. Und hinten gibt es tolle Farben hier, kann ich Ihnen weiter zeigen. Hier schön sind die Farben gut erhalten. Hatschepsut, das habe ich zu Ihnen gesagt, sie hatte damals kein Krieg, oder zu ihrer Lebzeit, es gab keinen Krieg, es gab gute Beziehungen.
mit anderen Nachbarländern. Und zu der Lebzeit Hatschepsut wurde eine Handelsexpedition geschickt nach heute Somaliland. Und diese Expedition wurde absichtlich geschickt, um die Weihrauchbäume von dort zu holen. Diese Expedition hat 2 Jahre lang gedauert, hin und zurück. Und das war über das Rote Meer. Und die Ägypter hatten viel mitgenommen zum Tausch, wie Schmuck und Waffen. Und war wieder zurück nach Ägypten mit Kokospalmen, Henna-Pflanzen, Weihrauchbäume. Und man sieht hier die ägyptischen Soldaten auf dem Land. Und manche haben hier ihre Waffen, aber nicht zu kämpfen, das ist als Schutz. Oder die übrigen haben Olivenzweige in ihre Hände, das ist als Friedenszeichen. Und oben weiter sieht man die Schiffe. Und die sind viele auf dem Schiff oder weiter oben auch hier baden, sie rudern auf dem Schiff. Und auch in der Mitte auf dem Schiff sieht man Thronsitz von Hatschepsut. Aber wenn Sie sowas sehen, das bedeutet nicht, Hatschepsut war dabei. Das ist nur Zeichen, das war offiziell vom Königin geschickt. Und diese Expedition ist verewigt in der Geschichte von Hatschepsut geschickt nach heute Somaliland. Oben sieht man West. So, wir sind jetzt hier am Nil. Hier sind kleine Boote, mit denen man fahren kann. Und da ganz da hinten seht ihr die Nilkreuzfahrtschiffe, die hier anliegen. Und wir gehen jetzt auf so ein kleines Boot hier und werden den Nil überqueren und bleiben hier sind die Nilkreuzfahrtschiffe, liegen dort hinten an. Und hier sind dann diese kleinen Bötchen, mit denen man auf dem Nil auch entlang fahren kann. Mit so einem fahren wir auch. Aber ihr geht ja nicht schwimmen, oder? Ihr geht nicht schwimmen im Meer, oder? Nein. Das ist hier, guck mal, das ist Luxor Tempel. Ah ja. Das ist der Tempel Alaga von Luxor, ja? Hier ist der Luxor Tempel. Das ist das gleich daneben hier. Das ist dieses Hotel. Das hat der Mannswahl tausende Jahre lang gedauert zum Aufbau in Karnak. Und man sieht um Karnak Schutzmauer herumgebaut, riesig, 20 Meter hoch dieser Mauer gebaut, 4 Meter dick aus Lehm, ungebrannte Ziegel. Hinten schauen wir später an ein See, heiliger See. Dieser See war für die Priester damals zum rituellen Reinigen vor dem Gebet um Heiligtum. Sie hatten in dieser See nicht geschwommen, aber sich gewaschen. Und das war jedes Mal vor dem Gebet. Das Gebet war mindestens täglich 3 Uhr, während Sonnenaufgang, Mittag und Sonnenuntergang. Und von dort gehen wir durch. Der Haupteingang sieht man dort Widderallee. Schauen wir gleich an. Nennt man Widder Sphinxallee. Das habe ich Ihnen nicht erzählt. Aber es gibt was Interessantes, diese Luftaufnahme von Katrin Walter. Wir sind hier in Karnak und vor uns hier sieht man Innenhof. Wie es damals bekannt war, Hof des Tempels war nicht überdacht. Vorhof, Innenhof, ohne Decke gebaut. Aber weiter hinten die Hallen und das Allerheiligste war überdacht. Und die Decke war aus Stein gebaut. Genau wie hier, diese Räume. Dieses Raum, das ist eine Kapelle. Und die sind 3 nebeneinander gebaut. 3 Kapellen, die waren überdacht. Man sieht Rest von originaler Decke. Und die waren zu. Stellen Sie sich vor, stand hier ein Tor. Man sieht Scharniere oben. Stand sie, war aus Holz mit Bronze und Kupfer belegt und dekoriert. Und war alles bunt. Man sieht Rest von Farbe oben. Türkis, blau. Und diese Kapellen, diese 3 nebeneinander gebaut wurden, waren früher gebaut ein Götterbarken. Es war damals bekannt, fast an jedem Gott wurde eine Barke, Boot gebaut. Nicht groß, etwa 2 Meter lang gebaut, aus Zedernholz vergoldet. Und Barke des Gottes ist symbolisiert die Reise ins Jenseits. Und hier sieht man heute keine Barken mehr. Aber wenn Sie zu dieser Seite kommen, dann können Sie von hier deutlich anschauen. Schauen Sie an der Wand hier, Barken. Hier in der Mitte, Boot. Deutlich. Mit 2 Widderköpfen geschmückt und auf dem Widderkopf die Sonnenscheibe. Widder, das ist Symbol des Gottes Amun-Re, sein heiliges Tier. Und das bedeutet, die Barke des Gottes war dekoriert mit Symbol des Gottes.
Beispielsweise Barke Horus war mit zwei Falkenköpfe geschmückt. Barke Amunri mit zwei Widderköpfe geschmückt. Und hier sieht man Motiv vom König, bringt die Opfergaben vor Barke. Und die Namen sind deutlich hier vor uns, die Kartuschen, sowie auch hier eine Reihe von Kartuschen. Die sind die Namen vom König Sitos II. Zu seiner Lebzeit wurden diese drei Kapellen gebaut. Und das heißt einfach, man kann bestimmen und wissen, zu welcher Zeit stammt diese Tempelgebäude durch Namen der Könige, die Kartuschen. Und hier sieht man die Zeichen, die ich Ihnen vorher im Hatschepsut-Tempel gezeigt habe. Schauen Sie, Biene und Pinsel. Ober- und Unterägypten, der Titel, ja, das ist sein Krönungsname. Oder hier auf dieser Seite, das wiederholt sich. Schauen Sie, hier. Oder hier, Ente und Sonne, Sohn des Gottes. Ja, deutlich sieht man das, die zwei Hauptnamen des Königs. Geburtsname, Krönungsname. Das ist aus Sandstein gebaut, diese Kapelle. Aber auf dieser Seite oder vor uns hier gerade sehen Sie Lehmziegel. Schauen Sie, diese Lehmziegel vor uns geradeaus, das ist von damals. Aber der Mauer davor ist von heute gebaut. Aber hinter Mauer Rest von Rampe aus damaliger Zeit. Heute sicher die Frage, wie früher die alten Ägypter diese riesige Torbau fertig aufgebaut hatten. Wie hat man diese schweren Steinblöcke so hoch geschleppt? Das war auf der Rampe. Und das bedeutet, wenn man damals 1 Meter hoch bauen möchte, dann war Rampe 1 Meter hoch dazu gebaut. Und war Rampe, wie Sie gleich sehen, aus Lehmziegel und Schutt zusammengebaut, bleibt stabil. Und auf der Rampe hat man die Steine hochgeschleppt oder gerollt. Geht man auf der Rampe höher, mit Steinen bis nach oben, bis man davon fertig war. Dann von oben kommt man wieder runter, mit Reliefs, mit Farben daran fertig gemacht, dann wurde Rampe abgebaut. Und die alten Ägypter damals, sie hatten erst aufgebaut, von oben nach unten dekoriert, außer Obelisken. Obelisk war erst auf dem Boden dekoriert, dann weiter aufgestellt. Wir sehen hier später Obelisken in Karnak-Tempel. Und um diese Zeit, Osiris, Gott der Toten, Gott des Jenseits, und diese beiden Statuen aus der Zeit von Ramses II. Der König, der hat lang regiert, alt gestorben, 90 Jahre alt gestorben. Und dieser König Ramses II. Hatte 40 Nebenfrauen gehabt. 40. Und 5. So, hier sind wir im Innenhof vom Karnak-Tempel in Luxor. Hier sind die Widder, die bekannt für den König dieses Tempels sind. Und hier laufen wir jetzt weiter in den hinteren Innenhof. Hier sind die Abbildungen. Es ist immer voll bei dieser Statue. Können Sie gleich fotografieren? Besser hier. So, hier sind wir im Innenraum. Die riesigen Säulen, auch alles hier in dem Karnak-Tempel. Hier gut erhalten, groß. Und wissen wir tatsächlich nicht Bescheid bis heute, warum so viele Säulen hier gebaut. Wahrscheinlich diese Zahl hatte eine Bedeutung gehabt, aber das hat man noch nicht entziffert. Sie haben auch alle die gleiche. In der Mitte, die großen Säulen sind mit offenen Kapitänen. Schauen Sie, nur die in der Mitte sind. Aber die übrigen sind mit geschlossenen Kapitänen. Und man sieht an jeder Säule die Namen der Könige, die Kartuschen und die Götterabbildungen. Wie hier beispielsweise oben an dieser Säule. Das sind alles die gleichen Kartuschen. Alles gleich. Ja, von Ramses II. Und seinem Vater Sitos II. Das wechselt nicht ab, sondern das ist alles. Ja, 2, 3 Könige, mehr nicht. Die Kartuschen sind von 2, 3 Königen. Und man sieht hier Amunri, der erste Gott links. Hinter ihm der Gott hat Falkenkopf und Sonnenscheibe, 2 Feder. Er ist Mond, der Kriegsgott. Vor Amunri verehrt. In der Mitte, die Säulen sind 26 Meter hoch gebaut. Die kleineren 16 Meter hoch. Durchmesser einer Säule etwa 3 bis 4 Meter. Und wie man geschätzt